Herr Weihbischof, in München findet derzeit der Prozess gegen den Präsidenten des FC Bayern, Uli Hoeneß, statt. Wenn man auf diesen Prozess draufschaut, wie bewerten Sie das, was da vor Gericht verhandelt wird? Ich halte diesen Prozess und auch die Auseinandersetzung mit einem enormen Maß an Steuerhinterziehung für eine elementare gesellschaftliche Gerechtigkeitsfrage. Denn Steuerhinterziehung ist ja nicht irgendein Sport, sondern die Frage der gerechten Besteuerung und des Begleichens der persönlichen Steuerschuld ist die Frage eines gerechten Maßstabes in der Gesellschaft. Deswegen halte ich es für richtig und auch für wichtig, dass jeder, der Steuerhinterziehung begeht, entsprechend verfolgt wird mit den entsprechenden rechtsstaatlichen Mitteln. Und ich meine, dass aufgrund der Steuergesetze, die wir besitzen, auch Uli Hoeneß wahrscheinlich mit einer empfindlichen Strafe rechnen werden muss. Nun ist es ja so, dass wir in der Gesellschaft immer wieder erleben, dass Vorbilder, Personen des öffentlichen Lebens scheitern, dass sie vor Gericht stehen wegen einiger Verfehlungen. Woran liegt das? Also warum sind da die Erwartungen der Gesellschaft zu hoch oder warum scheitern so oft Vorbilder, Personen des öffentlichen Lebens? Ein Element ist sicherlich, dass ein Mensch persönlich scheitert, dass er Fehler macht und dass er gegen Gesetze verstößt und damit natürlich auch sein Vorbild löchrig wird. Auf der anderen Seite müssen wir auch im Blick auf die Gesellschaft sehen, dass es hier zum Teil überzogene Phänomene gibt. Zum Beispiel muss sich im Umgang mit prominenten Persönlichkeiten sicherlich die Presseöffentlichkeit fragen lassen, ob sie mit dem richtigen Maßstab und mit den richtigen Gerechtigkeitskriterien auch an einen solchen auffälligen Fall herangeht. Und nicht zuletzt muss auch das Rechtssystem sich immer wieder einpegeln, ob etwa im Vorgehen gegen prominente Persönlichkeiten des Rechts auch hier der entsprechende Maßstab, vor allem wenn ich das als eine persönliche Anmerkung hinzufügen darf, von Seiten der Staatsanwaltschaften die Glocken richtig aufgehängt werden. Ist das auch eine Kritik am Verfahren gegen Altbundespräsident Christian Wulff? Bei Altpräsident Christian Wulff sieht man sehr deutlich, dass das, was als Gerechtigkeit, die ja im Namen des Volkes in der Rechtsprechung erfolgt, doch abweicht von dem, was die Staatsanwaltschaften in der letzten Zeit an den Tag gelegt haben. Herzlichen Dank.